Servus zusammen, salve a tutti. Wir haben Montag und es ist 10.41 Uhr und ich gehe hier die ganzen Kurse durch. Die Börsen drehen leicht hohl. Momentan ist der DAX mit minus 1,83 und der Nasdaq mit minus 3% zu Buche oder gerechnet. Ich bin alle möglichen auch amerikanischen Werte durchgegangen und da ist mir eine aufgefallen und das ist Amazon. Amazon hatte den Split 20:1 und das finde ich hochinteressant. Und ich fange mal mit den Amazon an, aus einem längeren Zeitraum heraus. Da sind wir beim 1.10.2018. Diese blau geschredderte Linie liegt ziemlich genau bei 100, ein bisschen drüber, 101 oder 100,70. Die ist uralt. Hier war es ein Hoch, da war es ein Hoch. Hier sind wir kurz drüber, drunter und dann wirklich weggezogen. Und wir haben, jetzt kann ich den Chart hier ein bisschen näher ranziehen. Moment. Wir haben da genau wie aufgesetzt, zweimal schon. Im Moment haben die einen Doppelboden hier. Ich finde das hochinteressant. Jetzt sind hier für meine Verhältnisse relativ viele Linien drin. Was ich gemacht habe, ich habe von dem letzten großen Hoch bei 187 einfach mal die Fibos gezogen. Und da ist das 38er Adjacent noch weit weg. Da sind wir hier bei 134,21. Aber wenn ich die letzte Bewegung nehme, die von 170 runter bis zu 100, also ich runde jetzt leicht, ja, dann haben wir da genau das 38er gesehen. Machen eine Art Shooting Star oder so eine Art ja, Inverted Umbrella Doji, gehen runter. Das ist der Freitagskurs. Heute reden sie gerechnet bei im Moment ziemlich genau 106. Also verlieren nochmal 3,80 $. Ich muss davon, also dann sind wir, Moment, wir sind ziemlich genau hier, da wo jetzt die Maus ist. Das wird super spannend und dieser Film ist nur dafür gedacht, euch mal vorzubereiten, ob jetzt diese 100 hier, 101, ob das hält. Hier ist genau die 100, wo jetzt die Maus ist und hier sind wir bei 100. Also je nachdem, wie spitz der Bleistift ist, 101. Die Technik ist weiter negativ, sowohl über den Trendfolger als auch über den Oszillator. Und genau genommen müsste man eigentlich sogar fast vermuten, dass die hier durchgehen. Dieser Film, den mache ich jetzt nicht, um euch hier von irgendwie dem fortwährenden Short zu überzeugen, sondern wenn die hier durchgeht, durch die 100, und ich muss davon ausgehen, dass im Bereich 98 Stop liegen, dann kann die ganz schnell nochmal, ich drösel es ein bisschen auf, hier in diesem Bereich 93 bis 95 gehen, da. Deswegen habe ich auch gleich, werde es gleich nennen, zwei Scheine rausgesucht. Hier sind wir bei der 94 und hier sind wir bei der 90, hier ist die 90. Und die Scheine, die ich habe, das sind diese, ich mache die schon mal rein. Das ist einmal ein 85er und einmal ein 89er. Ich habe mir die Scheine heute alle mal angeschaut und tatsächlich, ich habe es auch nicht geglaubt, aber da ist die Citibank ganz weit vorne. Deswegen nehme ich auch die. Ich nehme die ein bisschen weiter weg. Die haben im Moment noch einen recht geringen Hebel. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Ich weiß nicht, ob hier ein Dreifachboden entsteht. Im Bereich 101, kann ich nicht sagen. Das kann sein. Das kann heute hier der Königstrade werden und diese morgen 120. Man muss, wenn die hier runtergehen sollten, und die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, jetzt, wie gesagt, schon 106, ja, dann ist das nicht mehr viel, muss man, entweder macht man Schnüffelstücke, sprich 10% dessen, was man vielleicht machen will, dass man vielleicht einen von diesen beiden Calls hier kauft, das kann man machen, oder man wartet auf ein Umkehrsignal. Umkehrsignale. Wir haben hier zum Beispiel ein Doji, in diesem Fall einen normalen Umbrella-Doji. Wir hatten aber bei Amazon, und Amazon ist ganz interessant zu handeln, hatten wir, wo ist er denn? Hier ist er. Da muss man ein bisschen näher rangehen. Solche Geschichten hier. Aus dem Band raus und dann mit einem Hammer ins Band rein. Moment, ich hole es nochmal näher ran, dass man das besser sieht. Hier, raus und rein. Das ist ein Umkehrsignal. Sowas hier, ein ganz normaler Doji ist ein Umkehrsignal. Hier, Umbrella Doji ist ein Umkehrsignal. Also ich möchte euch einfach nur dafür ein bisschen sensibilisieren. Da kann was passieren. Die können, können sie aufsetzen, dann wartet man auf ein Umkehrsignal. So wie das hier. Das ist eine Geschichte, weil da wäre nämlich das nächste Ziel wieder das 38er. Und das sind $28 von hier da hoch. Oder man wartet, ob jetzt hier diese Marke gebrochen wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass so unter 98, 97,5, dass da Stops reinliegen. Und dann liege ich mit diesen Scheinen, die ich hier ausgesucht habe, auch nicht verkehrt. Also einfach schon mal auf die Watchlist packen. Nicht, dass ihr dann in dem Moment, wenn das passiert, erst anfangt zu suchen.
Also nochmal hierzu, das sind jetzt Scheine von der Citibank. Ich überprüfe die Scheine immer mal wieder und da sind die jetzt mir hier ins Auge gestochen. Das eine ist ein 85,57er Dollar Call. Das ist auch der Dollar Chart hier. 85,57. Wenn ihr da sucht, da gibt es momentan Verhältnis 0,1 oder 0,2. Das sind jetzt 0,1er, nur dass ihr das wisst. Die anderen haben doppelten Preis. 85,57, das wäre der Schein KG4C8F, wie Friedrich. Der ist bei 85, sind wir also deutlicher hier drunter. Mach ich mal ein bisschen so. Da sind wir 85 hier. Da sind wir schon ordentlich weit weg. Das wären nochmal 20 Dollar. Und der zweite Schein, der kommt bei mir dann in Frage, wenn wir wirklich einen Dreifachboden machen und dann wirklich ein Umkehrsignal. Kann auch ein Bullish Engulfing sein. Sowas in der Art. Da muss man echt drauf warten. Bloß nicht zu früh machen, außer vielleicht Schnüffelstücke. Der zweite Schein ist die KG4AH4. Anton Heinrich, Entschuldigung, AH9. Nochmal, KG4 Anton Heinrich 9. Das ist 89,61er im Moment mit dem Hebel 6. Also diese beiden Scheine einfach mal auf die Watchlist. Es ist zu früh, um was zu machen. Das muss man jetzt wirklich mal anschauen. Aber wenn die hier einen Dreifachboden hin machen, wäre es Potenzial. Aber auch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie hier mal einfach nochmal ein paar Stops auslösen. Und dann geht es ganz schnell mal 3, 4 Euro oder Dollar runter. Euro im Schein und Dollar in der Aktie. Und dann kommen diese Dinger hier ins Spiel. Also es ist einfach vorbereitend. Präventiv, sagen wir es mal so. Guckt euch das hier an, aber die Technik wird also heute nochmal deutlicher nachgeben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die heute schon als Überverkauf gilt, aber dann habe ich immer noch kein Kaufsignal. Also schaut es euch mal an, geht mal in euch. Ich finde, es ist ein hochinteressanter Chart. Da kann richtig Bewegung entstehen. In diesem Sinne, happy trading und fette Beute. Bye, bye.